in Mekka von den Quraschiten, hat der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Befehl gegeben, dass, dass seine Gefährten von Mekka aus auswandern können, nach Al-Habasha, heutige Äthiopien, weil es da einen König gibt, bei dem kein Unrecht erlaubt ist. Und er war dann erst zweimal nach Al-Habasha ausgewandert mit seiner Familie. Und wie gesagt, er ist der Erste, der mit Familie ausgewandert ist. Uthman ibn Affan ist einer der Großgelehrten der Sahaba. Weil wie ich sagte, er war einer der Sahaba, die von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die an den Sitzungen, an den Wissenssitzungen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regelmäßig teilgenommen haben. Er ist sozusagen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nie aus der Seite ausgewichen. Er war jedes Mal und immer bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an seiner Seite. Er kannte den Koran auswendig, komplett auswendig und war einer der Sahaba, die am meisten Wissen hatten. Seine Liebe zu Koran war sehr, sehr groß. Yani Uthman ibn Affan radiallahu an, wenn man seine Geschichte liest, dann ist er einer der Sahaba, die sehr, sehr stark verbunden waren mit dem Koran, mit denen man immer so Geschichten findet, wo entweder er Koran rezitiert oder Koran liest oder mit dem Koran Nachtgebete verrichtet oder entweder am Heulen ist oder sowas in der Art. Eine seiner Aussagen hierzu ist zum Beispiel, sinngemäß übersetzt, wenn unsere Herzen rein wären, würden sie nie genug bekommen von den Worten von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist auch derjenige, der gesagt hat, drei Sachen liebe ich an der Dunya, an diesem Diesseits, an diesem Leben, den wir leben. Erste Sache, hungrige Menschen zu speisen. Die zweite Sache, Leute, die ohne Kleidung sind, zu kleiden. Und die dritte Sache ist, den Koran zu lesen. An der Dunya lebt er keine Frauen oder keine Autos oder Reisen. Alles ist mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Alles ist mit guten Taten verbunden. Arme Leute zu speisen, Leute, die keine Kleidung haben, zu kleiden und das Schönste, die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala zu rezitieren, den Koran zu lesen. Liebe Geschwister, seine Liebe zu Koran, und das ist, haben wir schon öfters erwähnt, wenn man was liebt und wirklich richtig und ehrlich und aufrichtig liebt, dann gibt dir Allah subhanahu wa ta'ala auch dementsprechend ein Ende. Uthman ibn Affan radiallahu anhu ardah, wie ich sagte, seine Liebe zu Koran war so riesig und unbeschreiblich, dass er sogar, als er getötet wurde, die Worte Gottes, den Koran, den Mushaf, den er gesammelt hat, und er geschrieben hat, den wir heute auch haben, war mit seinem Blut dann verschmiert. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran mit seinem Tod zusammengebunden. Hat sein Ende mit dem Koran zusammengemacht. Was für ein schönes Ende, was für ein schöneres Ende kann man sich da wünschen. Das war so eine kleine Einführung von zu Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda. Ich werde inshallah jetzt ein paar Auszeichnungen erwähnen über Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda. Bei Muslim von Aisha radiallahu anha wird überliefert, ich inshallah übersetze das inshallah direkt sinngemäß. Aisha erzählt, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eines Tages bei ihr zu Hause war. Und er lag dann sozusagen auf dem Bett oder auf dem Boden, lag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und seine Kleidung durch das Liegen kam so hoch, so dass man die Waden von ihm sehen konnte. Von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nach einer Weile kam Abu Bakr radiallahu anhu arda, hat geklopft und um Einlass gebeten. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihn erlaubt, zu ihm reinzukommen. Abu Bakr kam rein. Und ihr wisst natürlich, wie wir alhamdulillah schon
gelernt haben, den hohen Stellenwert von Abu Bakr, radiallahu anhu arda. Abu Bakr kam rein zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam blieb so, wie er war, am Liegen, und man konnte seine Wade sehen. Abu Bakr radiallahu anhu arda unterhaltete sich mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ging wieder fort. Dann kam Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda und klopfte und bittete um Einlass. Und wieder dasselbe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam änderte nicht an seiner Sitzsituation und unterhaltete sich mit Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda, und dann ging Umar wieder. Und dann kam Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda und klopfte und bittete um Einlass. Als dann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hörte, dass Uthman reinkommen will zu ihm, setzte er sich wieder aufrichtig hin und hat seine Kleider wieder zurechtgemacht und hat erst dann erlaubt, dass Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda reinkommen darf. Als Uthman ibn Affan radiallahu anhu reinkam, unterhielt er sich mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ging wieder fort. Und dann kommt As-Siddiqa bint As-Siddiq, die Gelehrtin, die Frau Aisha radiallahu anha wa ardaha, die uns diesen Hadith überliefert, der wir so viel zu verdanken haben in unserer Religion, die wach war und schlau. Sie hat dann die Sache nicht einfach so laufen lassen. Nein, sie hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gefragt: Ja Rasulullah, was war das? Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu ardah kommt rein und du achtest ihn sozusagen gar nicht, änderst an deiner Sitzsituation nichts, unterhaltest dich mit ihm und er geht wieder weg. Kommt Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu ardah, dasselbe. Aber dann kommt Uthman ibn Affan radiallahu anhu ardah und du änderst deine Sitzsituation, sitzt dich aufrichtig hin und legst deine Kleidung wieder zurecht. Warum all das? Und jetzt kommt eine Aussage von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, die jeden, der diesen Gefährten, diesen Sahabi Jalil, diesen ehrenhaften Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam irgendwie versuchen will, klein zu machen oder zu beleidigen, seine ganzen Aussagen wieder auf seine Gesicht zurückwirft. Eine Auszeichnung von dem Propheten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt zu Aisha radiallahu anha: Ya Aisha, kayfa la astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika. Allahu Akbar. Er spricht zu Aisha: Ya Aisha, o Aisha, wie kann ich mir das erlauben oder wie soll ich mich nicht schämen vor einem Mann, vor dem sich die Engel schämen? Was ist das für eine Auszeichnung? Liebe Geschwister, was ist das für ein Mensch? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhana man khalaqa Uthman. In einem anderen Hadith, dabei Imam Muslim überliefert wird von Abi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu ardah. Ich übersetze inshallah direkt auch sinngemäß. Dieser Hadith, der wie gesagt bei Imam Muslim überliefert wird, wird von Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu ardah erzählt. Dieser Sahabi, dieser Gefährte Abu Musa al-Ash'ari erzählt, er sagt, eines Tages hat er Wudu gemacht zu Hause und hat sich vorgenommen, heute werde ich den ganzen Tag mit meinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verbringen. Heute werde ich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auf Schritt und Trab folgen. Heute werde ich so mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sein. Dann ging er raus aus seiner Wohnung und hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gefolgt, bis er Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gefunden hat an einem Brunnen, in einem Garten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat sich auf der Kante hingesetzt von dem Brunnen, hat seine Kleidung hochgemacht und hat seine Füße ins Wasser gelegt.
Dieser Sahabi, Abu Musa al-Ash'ari, hat sich dann vor der Tür des Gartens hingestellt